Berliner Wohnungspolitik. Mehr Rollback als Aufbruch. Diskussion über die aktuelle Lage in der Stadtpolitik und Perspektiven des Widerstands. Mit Karin Baumert, stadtpolitische Aktivistin, André Holm, Stadtsoziologe HU Berlin, sowie Niklas Schenker, Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus für Mieten und Wohnen. Die Veranstaltung wurde moderiert durch Hermann Werle von der Redaktion des Mieterechos. Teil 2. Niklas Schenker. Ich habe mir das auf jeden Fall auch so überlegt, so eine Mischung aus auch ein bisschen analytischem Teil und so ein bisschen erzählen, wie es so läuft, obwohl André da so viel erzählt hat, dass ich mich eigentlich fast allem anschließen kann, aber eben auch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen und hatte mir nochmal überlegt, nochmal so ein bisschen anzufangen, woher wir gekommen sind, also nochmal der Blick auf die letzten 5 Jahre Rot und Grün und ja, bei aller Kritik, die absolut berechtigt ist an vielen Stellen, glaube ich, schon festhalten, ich würde das so beschreiben, der große Tanker Mieten- und Wohnungspolitik wurde irgendwie in die richtige Richtung verschoben. Und das war eine, glaube ich, doch ziemlich große Kraftanstrengung. Und ich glaube, so Fragen wie kooperative Stadtentwicklungsprozesse, die etabliert wurden, Mietendeckel, der eingeführt wurde, Fragen wie die Nutzung des Vorkaufsrechts, überhaupt so eine lokale Netzwerkbildung zwischen Mieterinitiativen, Verwaltung und Politik. Und das nicht nur in so einem Oppositions-Kurs, sondern tatsächlich auch das in eine reale Politik oder mehr oder weniger in der Politik umsetzen können. Ankurbelung des, also auch wenn die Zielzahlen immer weit verfehlt wurden, aber immerhin Ankurbelung des sozialen und auch kommunalen Neubaus etc. Ich glaube, da gibt es schon an einigen Stellen wirklich viele Dinge, auf die man auch stolz sozusagen blicken kann, auf die letzte Wahlperiode und ein Stück weit Ende vom Anfang würde ich schon da ausmachen an dem Zeitpunkt, wo Franziska Giffey Vorsitzende der SPD geworden ist und wo dann also so im Zuge des Wahlkampfs Dinge wie die Bauordnung, die ausverhandelt war, gekippt wurde, ohne dass man wusste warum, dass das Wohn- und Versorgungsgesetz, was ausverhandelt war, wo es vor allem nochmal auch ging um die rechtliche Verankerung der Mieterbeiräte, gekippt wurde, ohne dass man wusste warum und nochmal befeuert, glaube ich, und ich würde sagen, das ist auch so ein Stück weit so ein Kipppunkt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel und dann eben etwas später auch zum Vorkaufsrecht, was nochmal diese Erzählung, die also ja auch schon im Wahlkampf irgendwie stark gemacht wurde und so eine Gegenerzählung zum Volksentscheid Deutsche Wohnen Co. enteignen, also es geht hier nicht darum, das private Immobilienkapital einzuhegen oder sogar zu enteignen, sondern es ging eigentlich darum, dass man mit den Vernünftiger sprechen muss und Deals machen muss und dann läuft die Geschichte auch. Und so ein Stück weit Wasser auf die Mühlen war ja dann, also man kann das so interpretieren, dass der Mietendeckel gescheitert ist und insofern das Zeitalter der Regulierung jetzt vorbei ist in Berlin und wir müssen jetzt einen ganz anderen Kurs einschlagen. Und insofern war ich jetzt auch an den Koalitionsverhandlungen beteiligt und ich sag mal, einen Koalitionspartner, da wäre das ja schnell gegangen, was man da so reinschreibt, also ein Bekenntnis dazu, dass wir Kooperation statt Konfrontation wollen und jährlich 20.000 Wohnungen, in 5 Jahren 100.000 Wohnungen und in 10 Jahren 200.000 Wohnungen. Das ist im Grunde genommen das komplette wohnungspolitische Programm. Also das klingt jetzt wirklich polemisch, aber das ist dem Grunde nach tatsächlich so gewesen und alles andere stört im Grunde und ist so ein bisschen, das kann man prüfen, das kann man mal gucken, aber Hauptsache, die SPD besetzt auch die Senatsverwaltung und dann werden die Sachen eh kommen. Und insofern wurde ja auch schon der Koalitionsvertrag in der Linken sehr zugespitzt auch diskutiert, ob man dem überhaupt zustimmen soll, ob man sich in diese Koalition trauen soll. Und ich habe da auch mit meiner Genossin Katalin Genburg, die ja Sprecherin für Stadtentwicklung und Bauen in der Fraktion ist, auch sehr lange diskutiert. Sie hat sich am Ende dafür entschieden, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Ich habe nicht offensiv dafür geworben, dem zuzustimmen, aber dafür gestimmt, weil ich einfach schon der Auffassung war und noch ein bisschen bin, dass sich genug Ansatzpunkte auch in diesem Koalitionsvertrag finden oder gefunden haben und man gemeinsam mit einer Mietenbewegung auch diesen Kampf darum aufnehmen muss. Erstens Abwehrkämpfe, sage ich mal, dass man versucht, dass nicht alles schlimmer wird und gleichzeitig auch die sich ja durchaus auch im Koalitionsvertrag wiederfindenden positiven Ansatzpunkte auch eben zu nutzen, um tatsächlich einfach nochmal Dinge in die richtige Richtung zu schieben. Und ich glaube, es gibt 3 ganz zentrale Konflikte in dieser Koalition. Also systematisch kann man das nochmal sagen, aber so tatsächlich inhaltliche Konflikte, das ist ganz zuvorderst die Frage mit dem Volksentscheid Deutsche Wohnen Co. enteignen, wo jetzt diese Einrichtung der Expertenkommission im Grunde eine Suspendierung des politischen Konflikts ist, weil man verlagert den jetzt 1 Jahr in die Kommission und irgendwie wissen alle, was aus dieser Kommission rauskommen wird, also ein mehr oder weniger Votum dafür, dass das irgendwie geht.
Aber da wird jetzt kein Gesetz rauskommen, da werden jetzt auch keine ganz klaren Eckpunkte vermutlich rauskommen, sondern man suspendiert eben so diesen politischen Konflikt, weil anders diese Koalition nicht zustande gekommen wäre. Also wenn es gleich zum Schwur hätte kommen müssen, dann hätte die Linke sich nicht an der, also hätten diese drei Parteien zumindest nicht zueinander gefunden, um es so zu sagen. Und ich glaube, die Frage, wie man diese Kommission jetzt interpretiert, ist eben ganz unterschiedlich. Ich glaube, also wir hatten auch in die Verhandlungen gegangen mit der Idee auch so eine Kommission, die aber tatsächlich einfach natürlich sehr zielgerichtet die wirklich offenen rein wie Fragen, wie genau soll jetzt so ein Gesetz entstehen, die wirklich zu anzugehen, um am Ende auch in einem offenen, demokratischen, partizipativen Prozess zu einem Gesetz zu kommen, wo man einigermaßen davon ausgehen kann, dass das also rechtlichen Bestand vor dem Bundesverfassungsgericht haben kann. Was wir jetzt haben, ist eine komplett intransparent arbeitende Kommission und auch eine Situation, dass ein Senatsbeschluss, der eigentlich ganz andere Dinge vorsieht, also der eine Transparenz vorsieht, der eine Beteiligung der Initiative vorsieht und der auch ein besonderes Informationsrecht nochmal einräumt, dass das im Grunde genommen einfach gar nicht eingeräumt wird und es auch keine Möglichkeit gibt, wenn also offen vor so Senatsbeschlüssen verstoßen wird, das irgendwie zu sanktionieren. Also der zuständige Bausenator, der ist nun mal dann irgendwie zuständig auch für diese Kommission. Da rennt man jetzt dann nicht offene Türen ein, sondern da passiert dann erstmal gar nichts, wenn man das auch ziemlich deutlich thematisiert. Und insofern hat es ja irgendwie André auch geschrieben, ist das so eine Auslagerung? Und genau, auf die komme ich gleich nochmal. Und ich glaube, die zweite entscheidende Frage ist, wie es weiter mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen geht. Ich meine, glaube, das ist schon auch die vielleicht zentrale Errungenschaft auch aus der letzten Wahlperiode, also wirklich die neue, andere soziale Ausrichtung der landeseigenen Wohnungsunternehmen bei allen Problemlagen, die es auf jeden Fall noch gibt. Aber ich glaube, es gibt auch eine enge Verbindung zwischen der Frage Deutsche Wohnen eigenen und den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Wahrscheinlich auch aus Bewegungsperspektive, weil es gab diesen Mietenvolksentscheid und danach den Volksentscheid zur Enteignung. Aber ich meine, eigentlich müssen die landeseigenen Wohnungsunternehmen ja die Blaupause dafür liefern, wie man sich vergesellschaftet Immobilienbestände vorstellt. Also in Richtung Mietermitbestimmung, in Richtung sozialer Bestandsbewirtschaftung und auch ein sehr anspruchsvolles Neubauprogramm zu entwickeln. Und auf der dritten Zentrale, und genau, da sind die Konflikte im Grunde genommen auch von André beschrieben worden, es geht eben um eine auf der einen Seite wirklich sehr marktförmige neue Ausrichtung der landeseigenen Wohnungsunternehmen, die das selber ganz klasse finden, dass sie also Teil von so einem Wohnungsbündnis sind und dass sie dort im Grunde auf eine Stufe gestellt werden mit Vonovia, Deutsche Wohnen und den anderen Unternehmen und zwar vielleicht ein bisschen mehr Sozialwohnungen bauen, sich dazu verpflichten, aber selbst das nicht unbedingt, weil jetzt hat man das Berliner Modell der kooperativen Bauentwicklung, will man ja so weiterentwickeln, dass also überall zumindest eben dort, wo neue B-Pläne gemacht werden, wo neues Baurecht geschaffen wird, das sind ja nicht so viele Fälle, aber es kommt immerhin doch hin und wieder mal vor, dass dort die Sozialquote von bisher waren es 30% auf 50% erhöht werden soll. Nochmal differenziert zwischen einem ersten Fördersegment, also WBS 100, 140 und einem zweiten Fördersegment, das, was von der SPD immer so die Mitte genannt wird und man das wahrscheinlich auch so nennen kann. Und das ist die gleiche Quote, die jetzt auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen schon leisten müssen. Unterschreiten die jedes Jahr, aber theoretisch leisten müssen. Und auch mit Blick auf das Wohnungsbündnis jetzt zum Beispiel argumentiert wird von wegen, na die Privaten müssen doch auch 50%, warum sollten wir jetzt mehr als 50% machen müssen? Also so eine faktische Gleichstellung von eben diesen privaten Unternehmen und den landeseigenen Wohnungsunternehmen, die auf jeden Fall stattfindet und die natürlich brandgefährlich ist und ja auch, ich würde sagen, auch voll dem Zeitgeist eigentlich der Stadt widerspricht. Also eine Stadt, die auf der einen Seite sich dafür ausspricht, weite Teile des Wohnungsmarktes aus der Marktlogik herauszulösen und wirklich für diesen Volksentscheid abzustimmen. Und auf der anderen Seite landeseigene Wohnungsunternehmen, die schon eigentlich nicht genauso marktwirtschaftlich organisiert sind und funktionieren. Und dort jetzt mit dem Bau von Eigentumswohnungen, das ist so symbolisch, finde ich, nochmal macht es das ganz eindrücklich, dann eben so eine starke marktförmige Ausrichtung erfahren sollen. Oder noch eine andere Sache, eigentlich sollte diese neue Kooperationsvereinbarung zwischen den landeseigenen Wohnungsunternehmen und dem Senat schon Mitte dieses Jahres neu geschlossen werden.
und wurde dann aber im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Senat und den landeseigenen Wohnungsunternehmen bis auf Ende diesen Jahres verschoben, explizit mit dem Blick auf das Wohnungsbündnis und dass man mal abwarten will, was dort überhaupt für Klärungen noch stattfinden. Ja, und der dritte, glaube ich, große Baustein sind eben ganz, ganz viele, vielleicht kleinere Instrumente, wo es einfach um eine Regulierung auch des Wohnungsmarktes geht und auch des Bauens. Also auch das hat ja André beschrieben. Ich glaube, Senator Geisel läuft die ganze Zeit herum und sagt eben, wir dürfen jetzt nichts mehr machen, was das Bauen noch verteuert. Und also eine sehr, ich sag mal, einfache Art, auf auch die Bauordnung zu schauen. Und dort, also in Koalitionsverhandlungen, das ist wirklich eine lustige Anekdote, finde ich, war so ein Kompromissvorschlag, wir können an der Bauordnung was machen, aber dann ist der Deal, für jede neue Sache, die wir in die Bauordnung reinschreiben, werden zwei rausgestrichen. Also sozusagen von dieser Denkrichtung einfach überhaupt nicht an der Sache interessiert oder da irgendwie zu irgendwelchen Lösungen zu kommen und auch gar nicht über Instrumente zu sprechen, wie wir zum Beispiel zu mehr kommunalen sozialen Neubau kommen, sondern reine Bekenntnisse rauszufördern und das einzige Instrument anzubieten, Deregulierung, und wir müssen uns nur mit denen an einen Tisch setzen und dann läuft die Sache. Und in dieser langen Bank an Prüfaufträgen finden sich eben solche Sachen wie Mieten- und Wohnungskataster, Zweckentfremdungsverbot, das zu novellieren, die Frage, ob man das so ein Wohnraumschutzgesetz ausbauen kann, auch Fragen, ich meine, wir wissen jetzt zwar, dass der Mietendeckel, so wie er gestaltet war, nicht funktioniert, aber was sind sonst noch an Aufgabenrecht des Wohnungswesens? Was haben wir eigentlich für andere landesrechtliche Kompetenzen, wo wir das Wohnungswesen regulieren können in Berlin? Also die Liste an Vorhaben ist ja enorm lang und zu all dem passieren aber im Grunde genommen einfach vor allem Prüfaufträge. Genau. Ja, zur prozessualen Ebene finde ich auch ganz eindrücklich diese Frage, also eine doppelte Auslagerung, würde ich sagen. Auf der einen Seite die Auslagerung, dass alles versucht wird, auf der exekutiven Ebene zu verhandeln, also im Senat, nicht irgendwie Senat mit Parlament, sondern im Senat, was durchaus auch was damit zu tun hat, dass wir, glaube ich, relativ stressige Abgeordnete schon sind für den Senator und da schon auch viel einfordern und auch, glaube ich, öffentlich, also würde ich schon sagen, auf unserer Ebene zumindest irgendwie schon deutlich machen, auch wenn wir andere Positionen vertreten. Und auf der anderen Seite dann aber, also ich meine, es ist ein hehrer Anspruch und wahrscheinlich erfüllt die Linke das nicht, aber ich würde schon sagen, dass eigentlich für eine Partei wie die Linke die wichtigste Koalitionspartnerin die Mietenbewegung sein muss. Und ganz offensichtlich ist die wichtigste Koalitionspartnerin für den Senator die Immobilienwirtschaft. Also ein Wohnungsbündnis zu verhandeln, wo kein Parlament dran beteiligt war. Und ich habe einen Tag, bevor das Wohnungsbündnis unterschrieben wurde, habe ich das erste Mal gesehen, die 24 Seiten, die dort verhandelt wurden. Und das ist ja in einer Detailfülle ein quasi zweiter Koalitionsvertrag oder ein fortgeschriebener Koalitionsvertrag, der natürlich symbolisieren soll, wir packen hier richtig an und haben ganz viele Ideen und machen das zusammen mit der Immobilienwirtschaft und setzen uns mit denen an einen Tisch und auch wir schaffen das auf dieser exekutiven Ebene irgendwie alleine und wir brauchen das Parlament im Grunde gar nicht. So, also alles ganz kompliziert und alles ganz schwierig. Ich glaube, ich habe jetzt relativ wenig über die konkreten Alternativen gesagt, die wir in die Debatte bringen, das vielleicht sonst nochmal in einem zweiten Teil, aber habe ich dann sozusagen für den Abschluss oder in der Vorbereitung auch mal gefragt, wie dann jetzt so die Chancen dafür aussehen. Bleibt das jetzt alles, also ja, eher ein finsteres Bild und ein Bild gezeichnet, glaube ich, wo man sagen kann, also entweder Herr Geisel oder die Linke sind falsch in dieser Koalition. Also so, wie die Wohnungspolitik jetzt funktioniert, kann sie auf jeden Fall nicht weitergehen, weil sie extrem unambitioniert ist und zentrale Fragen im Grunde genommen verwaltet und vor sich her schiebt. Und die Anstöße, die man so wagt wie das Wohnungsbündnis, sind ja so eine Mischung aus, man tut so, als wenn man jetzt da ganz viel geeinigt hätte, aber im Grunde genommen ist auch ganz viel heiße Luft drin. Also viele Bekenntnisse und viele irgendwie nette Formulierungen und Prosa auf 24 Seiten. Und manchmal wird es auch sehr konkret, wenn es um die Regulierung geht und um wir wollen mehr nach Paragraph 34 bebauen und mit den Bebauungsplänen braucht es gar nicht und wir gucken mal, wo wir Genehmigungsfiktionen einbauen können, damit eben die Ämter gar nicht so viel mit zu tun haben. Und trotzdem die Frage, wie stehen die Chancen? Und ich würde eigentlich aber schon sagen, dass diese Form der Wohnungspolitik jetzt nach einem Jahr auch gescheitert ist und ganz offensichtlich gescheitert ist. Und alle kriegen das auch mit, dass also dieses Wohnungsbündnis wirklich alles andere als ein großer Wurf ist und das auch nicht dazu führt, also und diese angekündigte große Neubauoffensive auch die nicht stattfinden wird.
Also weil die privaten Wohnungskonzerne ja gerade reihenweise ankündigen, eher auf Bauen erstmal zu verzichten, was ein großes Problem ist. Ein noch größeres Problem ist, dass wir in dieser Koalition gar keine gemeinsame Vorstellung haben, wie wir das kommunale Bauen ankurbeln, weil das wäre ja gerade jetzt die Frage und vielleicht auch gerade eine Chance zu sagen, wenn ganz viel von dem privaten Wohnungsneubau, also wenn die nicht in den letzten Jahren das versäumt haben, Sozialwohnungen zu bauen, wenn sie das jetzt versäumen, überhaupt irgendwelche Wohnungen zu bauen. Also im Grunde genommen ist die Frage, wie wir den kommunalen Wohnungsbau so ankurbeln können, dass der vielleicht auch in die expliziten Leerstellen reingeht. Die Frage drängt sich ja immer mehr auf. Aber wir finden in dieser Koalition gar kein gemeinsames Verständnis dafür, weil das nicht auf einer Ebene stattfindet, wo man bereit ist, über wirklich tatsächliche und konkrete Instrumente zu sprechen, sondern dass eher auf einer Ebene wir machen eben Deregulierung oder wählen den Weg des geringsten Widerstands bei den Landeseigenen, zu sagen, ihr dürft jetzt einfach mehr teuer bauen, und beantwortet damit aber gar nicht die tatsächlichen Fragen der sozialen Wohnraumversorgung, die sich ja ganz explizit aufdrängen. So viel erstmal. Eine Veranstaltung des Mieterechos. Weitere Informationen unter www.bmgev.de und im YouTube-Kanal Wohnen in der Krise.